Halbfinale der UEFA Champions League. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum Hinspiel in der Felix Arena gegen Manchester City. Wir sind unter den besten vier Clubs Europas gelandet, zusammen mit den Bayern als zweiter deutscher Club. Die Champions League ist dieses Jahr für uns etwas ganz anderes als die Bundesliga. In der Champions League spielen wir konstant, liefern wir konstante, sehr gute Leistungen ab. In der Bundesliga hingegen sehr unkonstant, sehr unkonzentriert häufigerweise. Zuletzt eben dieses Wahnsinnsspiel gegen Fortuna Düsseldorf, ein 5:5 in der heimischen Veltins-Arena, in der wir mehrmals geführt haben, am Ende sogar hinten liegen haben und in der Nachspielzeit noch das 5:5 erzielen konnten. Das sollte es aber überhaupt nicht in den Köpfen drin sein. Wir sollten einfach in den Köpfen behalten, dass wir viele Tore schießen können, wenn wir es wollen. Und auch jeden schlagen können, wenn wir es wollen. So eben wie Real Madrid, wie Tottenham Hotspurs. Da haben wir so einige schon bei gehabt. Heute bei uns auf der linken Seite Leon Goretzka für den formschwachen Bastos im Spiel. Und da lässt sich von Lescott da den Ball abgrätschen. Mika Richards. Carlos Tevez. Edin Dzeko kommt nicht an den Ball. Roman Neuschäder war vor ihm dran. Huntela. Jefferson Fafan spielt zurück auf Renato Augusto. Da ist Huntela nochmal. Lescott wieder davor. Und Sergio Agüero, der Schwiegersohn von Diego Armando Maradona. Carlos Tevez. Tevez. Arthur Morage im Tor von unserer Schalkern. Also da sind schon wieder einige Namen dabei. Wie schon Real Madrid sind auch hier sehr, sehr viele Stars in der Startelf von Manchester City. Goretzka, ein ganz junger Name. Leon Goretzka sucht den Abschluss nicht, sondern versucht den Pass auf Huntela, glaube ich, war das zu suchen. Kirchhoff war da gerade viel langsamer als Agüero, hat man gesehen. Nasri, Edin Dzeko, der Ex-Wolfsburger, kennt die Bundesliga ja aus dem FF eigentlich. Spielt er drei Jahre lang, glaube ich, für Wolfsburg, wurde Torschützenkönig in der Bundesliga, deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, hat hier so gut wie alles abgeräumt. Goretzka nochmal, Leon Goretzka geht nochmal zurück, Leon Goretzka nochmal, Leon Goretzka müsste den Abschluss suchen oder eben Draxler anspielen, der stand da einschussbereit im Rückraum an der 5-Meter-Kante. Chance live für dich vergeben. Nochmal City. Tevez sucht Dzeko. Dzeko spielt klasse raus auf Samir Nasri, den Franzosen. Samir Nasri mit der Flanke. Verfehlt allerdings Freund und Feind. 27 Minuten rum. Schalke hält sich bislang aber recht gut in der Partie. Jan Kirchhoff zurück in der Innenverteidigung. Und beziehungsweise Benedikt Höwedes zurück in der Innenverteidigung. Nachdem Papadopoulos ja in der Liga, wo Höwedes eben noch gesperrt ist, keine sehr gute Leistung abgeliefert hat gegen Fortuna Düsseldorf, an einigen der 5 Gegentore beteiligt gewesen. Augusto, klasse Flanke aus dem Fußgelenk. Boyata aber voll Draxler, denn der Youngster Julian Draxler versteckt sich dahinter dem Verteidiger des englischen Meisters. Langer Pass raus auf Tevez, den kriegt er sogar nach vor der Auslinie. Büttner, klasse dazwischen gegrätscht. Und jetzt Foul vom Kapitän von Manchester City, von Carlos Tevez, dem argentinischen Nationalspieler. Alexander Büttner kennt sich mit Manchester ganz gut aus, hat aber für Man U gespielt. Draxler, Goretzka. Nochmal Draxler. Weitergeleitet auf Renato Augusto. Renato Augusto in die Spitze auf Huntela. Der hat ein bisschen zu spät geschaltet. Der 30-jährige Topstürmer da vorne. 15 Saisontore hat er bislang erzielt von unserer Schalker. Das ist Dzeko am Abseits gewesen. Nach Anspiel von Sergio Aguero. Klasse, wie unser Kapitän Benny Höwedes da den Starstürmer Edin Dzeko ins Abseits stellt nach 37 Minuten. Und das ist Freistoß. Jan Kirchhoff. Zu Beginn der Saison für 2,5 Millionen aus Mainz gekommen. Hat sich in der Rückrunde zum Stammspieler avanciert. Agüero, langer Ball. Das war ein Zeichen der Ideenlosigkeit bislang von Manchester City. Konnten sich jetzt keine klaren Chancen bislang ausspielen in der ersten Hälfte. Schalke hatte eine gute gehabt. Leon Goretzka hat die aber leichtfertig vertändelt. Das nochmal. Goretzka, klasse verlängert. Draxler sucht Renato Augusto, seinen zentralen Partner da. Wir nehmen zusammen wieder das zentrale offensive Mittelfeld ein. Dzeko, Silva, der Spanier. David Silva, Fehlpass. Renato Augusto dazwischen, jawohl. Und Draxler sucht wieder den holländischen Stürmer da. Klaas-Jan Huntela. Garrix, der österreichische Rechtsverteidiger. Verfahren. Renato Augusto. Huntela. Huntela vorbei. Lescott. Klaas-Jan Huntela. Gute Schussmöglichkeit von Jan Huntela. Aber da verfehlt er das Tor. Nur um wenige Zentimeter. Hier kurz vor der Pause. Vielleicht das 1:0 zu erzielen. Ein Tor hier zu Hause wäre sehr wichtig.
ganz unangenehm wäre ein Gegentor von City, denn das würde das so wertvolle Auswärtstor für sie bedeuten. Das sollen sie nicht bekommen. Wir haben eine gute Leistung bisher abgeliefert. Die Null stand mal wieder, nachdem es ja 5 Gegentore in der Bundesliga zuletzt gab. Aber wie gesagt, das darf heute kein Thema sein. So haben wir uns das schließlich vorgestellt. Arthur Moral stand sicher hinten, können wir mal wieder loben. Huntela motivieren wir ein bisschen. Genauso wie Jule Draxler und Renato Augusto auch. Jan Kirchhoff hat auch noch ein bisschen Motivation verdient. So, dann gibt es Massagen für die üblichen Verbrecher, für Gary Garrix, für Jefferson Verfahren, für die ja, Flügelflitzer sozusagen. Linke Seite, Leon Goretzka muss auch fit bleiben. Mit Lavendel möchte er gerne eingeschmiert werden, wenn er es möchte. Soll er es gerne tun. Auf geht's, Anpfiff zur zweiten Hälfte. Draxler fängt den Ball hier gleich mal wieder ab von den Manchester City Spielern. Verfahren gegen Zabaleta, gut weiter gespielt. Verfahren, das ist Huntela. Sucht in der Mitte Draxler, der müsste nochmal rausspielen. Kein Foul, war das Schwächeanfall von Jule Draxler. Wird uns sicherlich im Interview danach erklären. David Silva mit dem Pass auf Edin Dzeko. Nochmal raus auf Silva. Der starke Linksfuß, der normalerweise ja gerne über rechts kommt und dann wie ein Arjen Robben in die Mitte reinzieht, um den starken linken Fuß abzuschließen. Hier heute spielt er auf dem linken Flügel. Carlos Tevez nochmal am Ball. Neustädter passt wieder stark auf der 6. Position. Verfahren, ja, dafür verlängert der City-Spieler den Ball, dass Huntela nicht mal an den Ball kommt. Goretzka, Draxler, Renato Augusto, klasse Ballannahme und Mitnahme. Verfahren gegen Leskert. Verfahren immer noch am Ball. Zabaleta klärt. Kontermöglichkeit City. Tevez sucht Nasri. Nasri spielt direkt weiter. Seitenwechsel auf Agüero. Klasse Pass, den kriegt da der Argentinier. Sergio Agüero, das ist Dzeko. Problem bei der Ballannahme, Dzeko. Mourage auf der Linie. Und jetzt ist das Ball. Jetzt ist der Ball im Aus. Heitere Aktion da im Strafraum des FC Schalke 04, Ecke von Sami Nasri und Arthur Moraes mit der Faust da und haut den Ball weg. Einwurf City. Das ist Mika Richards, langer Einwurf auf Nasri Höwe, das ist da, der ja noch einen Kopf größer ist als der Franzose. Renato Augusto, Huntela, Goretzka. Machen das gut. Da klasse im Dreieck gespielt. Goretzka, Ball ein bisschen weit zu versprungen. Nochmal Draxler. Klasse Pass auf Leon Goretzka. Leon Goretzka spielt den Ball hinein. Aber Leskert ist vor Verfahren am Ball. Tevez. Dzeko. Dzeko sucht Agüero. Wieder klasse Pass, Sergio. Agüero. Direkt geflankt. Dzeko. Kein Problem. Für unsere Nummer 1, Arthur Moraes. Der versucht mit dem langen Abschlag. Draxler. Neustädter, nochmal Renato, das ist nochmal Huntela. Huntela, klasse Ball auf Goretzka. Da nützt es nichts, wenn der Verteidiger noch dazwischen kommt, und zwar Boyata. Ja, doch, es wurde doch noch gefährlich, denn Goretzka konnte den Ball so nicht mehr richtig kontrollieren. Aber wieder Schalke am Ball. Huntela, Rodwell kommt von hinten und klärt. Agüero, langer Ball nach vorne, Neustädter. Wehrt den Ball wieder ab vor Edin Dzeko. Goretzka wieder am Ball. Leon Goretzka, der 20-jährige, 19-jährige Talent. Leon Goretzka gegen Boyata. Spielt zurück auf Draxler. Draxler auf Renato Augusto. Renato Augusto Pfosten! Immer noch Schalke. Büttner. Goretzka nochmal. Goretzka schlecht gelöst von Leon Goretzka. Schade. Riesenmöglichkeit wieder für unsere Schalker Mannschaft. Eieieiei. Meine Güte, hier geht es ja wieder rauf und ab. Beziehungsweise wir spielen ja wieder. Wir machen ja wieder ein richtig gutes Spiel. So kann man es ja eher sagen. Goretzka mit einer guten Leistung eigentlich. Würde ich gerne noch drin lassen. Für Garrix. Der mal wieder K.O. ist, wird Uschida wieder ins Spiel kommen. Das ist das Einzige, was wir hier zu wechseln haben. Jetzt noch 76 Minuten. Uschida, glaube ich, noch 2 Spiele aussetzen muss in der Liga. Oder 1 noch. Joe Hart im Tor von Manchester City. Joe Hart, der quasi der beste englische Torhüter der letzten 20 Jahre sicherlich. Nasri. Oh, gut durchgespielt. Edin Dzeko, moralisch, klasse, wie er da reagiert hat. Und Renato Augusto hat den Ball geklärt. Nochmal City. Tevez, ja, da musste das Foul jetzt gespielt werden. Da gibt es auch die gelbe Karte ohne Wenn und Aber für Benedikt Höwedes, klar. Das war natürlich ein klares Foul, den konnte er da nicht anders stoppen. Sonst wäre Tevez da mit einer Körpertasche vorbei gewesen. Wollte er ja auch und dann, ja, lässt Benny das Bein stehen.
Wir bringen den nächsten Spieler ins Spiel, würde ich sagen. Und zwar kommt Sebastian Härtner rein für Renato Augusto. Härtner geht aber auf die Sechserposition zusammen mit Neustädter. Denn wir wollen ja kein Gegentor mehr kassieren. Das ist das Beste, was wir machen können. Eigentlich 4-2-1-System jetzt. 0-0. Damit können wir zufrieden sein hier zu Hause gegen City. Im Halbfinale Hinspiel der Champions League. Auch City wechselt nochmal. Jetzt aber erstmal Sebastian Härtner im Spiel. Das ist Nasri. Büttner fängt den Ball ab. Oh, Büttner. Probleme beim Klären. Schießt den eigenen Mann an. Jetzt Draxler hat ebenfalls Probleme, den Ball rauszuspielen. Dzeko. Kirchhoff, klasse aufgepasst. Und nochmal Gegenangriff für Schalke. Huntela sucht Leon Goretzka gegen James Milner. Der ist schneller, der Engländer. Lopez. War das Lopez? Weiß gar nicht. Dzeko gegen Höwedes. Klasse, Benny Höwedes. Und Huntela. Härtner, Goretzka. Jetzt lassen wir den Ball nochmal gut laufen hier. Klasse gemacht, Goretzka. Spielt den Ball zurück. Büttner kommt nicht ran, schade. Aber das ist wieder unser. Draxler. Gut gelöst. Ah, Goretzka, kommt dem Ball nicht einen Schritt entgegen. Da muss er einfach einen Schritt entgegenkommen. Nochmal Draxler, nochmal raus auf Goretzka. Jetzt kommt er dem Ball entgegen, jawohl. Huntela. Fans unterstützen die Schalker Mannschaft nochmal. Nachspielzeit läuft. Langer Ball nochmal nach vorne. Höwedes, klasse. Und Draxler. Nochmal verfahren auf Uchida. Der ist durch. Uchida spielt zurück. Schlecht gelöst von Utsudo Uchida. Aber das war's. 0-0 im Hinspiel gegen Manchester City. Ein ganz gutes Ergebnis. Jedes Unentschieden außer ein 0-0 bringt uns damit im Rückspiel ins Finale. Ein recht gutes Ergebnis. Also können wir zufrieden sein. Besser wäre es, wie gesagt, noch gewesen, wenn wir noch 1-0 gewonnen hätten. Aber das 0-0, das ist im Rückspiel eigentlich nur ein Vorteil für uns, denn jedes Tor, das wir erzielen, ist Gold wert im Rückspiel, Leute. Wir sehen uns gleich in der Nachbetrachtung wieder. Jo, Leute, da haben wir es also. 0-0 im Hinspiel des Champions League Halbfinals gegen Manchester City. Unsere Mannschaft hat sich meiner Meinung nach ganz gut verkauft, auf jeden Fall in diesem Spiel. Bester Spieler wird von uns betitelt Arthur Morage, unser Rückhalt mit der Nummer 1 auf dem Rücken im Kasten. Ja, er war da, wenn es Gebäuner gebraucht wurde, hat klasse Reflexe bewiesen, hat den Strafraum recht gut beherrscht. Aber ich fand, dass Leon Goretzka sich da auch ganz gut bemüht hat. Also hat auch mindestens eine 3 verdient gehabt, finde ich. Der gute Leon, aber okay. Kann man jetzt anders machen. Jürgen Draxler hat es auch sehr gut gespielt. War immer wieder dazwischen, hat immer versucht, sich den Ball zurückzuholen. Bei den Citizens war Joleon Lascurt, der Nationalinnenverteidiger, bester Mann. Aber okay, schauen wir auf die Statistiken. Geht dieses 0-0 in Ordnung? Schüsse 2-6, City hat öfter aufs Tor geschossen. Chancen hatten sie auch 6-2. Ja, dieses 0-0 geht in Ordnung. Damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein, auch wenn wir mehr Ballbesitz hatten. Aber das war auf jeden Fall ein sehr sauberes Spiel von unserer Seite. Da können wir zufrieden sein. Und wie schon eben gesagt, noch am Ende des Spiels, jedes Unentschieden, wo wir mindestens ein Tor schießen, bringt uns weiter. Also jedes Tor, das wir jetzt schießen, ist Gold wert. Auf jeden Fall. Also schießen wir schon mal eins, muss City zu Hause im Etihad Stadium schon mal 2 schießen. Dieses 0-0 zu Hause, damit können wir auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden sein. Jetzt heißt es wieder aber, dieses Selbstvertrauen aus der Champions League mit in die Bundesliga zu nehmen. Das haben wir so oft verpasst in letzter Zeit. Es muss gegen Greuther Fürth einfach ein Sieg her. Jelle Forsen ist enttäuscht. Was hat er denn? Mein schwacher Fuß ist und bleibt mein schwacher Fuß. Man will nichts machen, seufzt er. Naja, gut, da kann man ja... Körperlich soll nochmal stärker werden, dass er sich noch ein bisschen durchsetzen kann. So. Alles klar, es geht gegen Greuther Fürth. Wie gesagt, da muss unbedingt wieder ein Sieg her. Höwedes ist doch nochmal ein Spiel gesperrt. Eieiei. Uchida ist wieder spielberechtigt. Ja, da muss der gute Papa ja wieder spielen. Ein Spiel ist er noch gesperrt. War er erst 2 gesperrt? Wusste ich jetzt gar nicht mehr. Schade, Benny, eine klasse Rückhalt. Papadopoulos muss wieder rein. Dafür kommt dann, Philipp Max in den Kader wieder. Goretzka bleibt in der Startformation. Jelle Forsen, ja, was machen wir mit dem Jelle Forsen bloß? Das ist echt schade. Der ist von der Moral her auch ein bisschen down. Der Mark, wenn die Stärke sinkt. Ist natürlich das Ärgerliche. Für wen können wir ihn da reinschmeißen? Oder legen wir doch Leon Goretzka wieder runter in diesem Spiel? Und geben Jelle Forsen heute mal die Chance.
Obwohl Van Wolfswinkel gegen Düsseldorf ja ein gutes Spiel gemacht hat, ne? Aber wir planen ja mit Pfosten und nicht mit Van Wolfswinkel für die nächste Saison. Auch Verfahren dahin. Augusto. So, Spielmacher ist dann natürlich wieder Renato Augusto. Einsatz ist da. Wir erhöhen das Pressing auch noch ein bisschen. Auf 65% gegen Greuther Fürth. Irgendwie Anweisung. Vorstöße auf jeden Fall. Dribbling. Genau, das ist gut bei Draxler. Renato Augusto, was hat der? Jo, ist auch in Ordnung. Ich würde sagen, er kann den Ball auch halten, ne? Steil gehen, nicht. Ich finde, na gut, das hat er bisher immer gehabt, eigentlich, das Steil gehen. Verfahren sowieso. Schauen wir nochmal auf die Laufwege. Draxler müssen wir dann noch ein bisschen. Ja, zieht so in die Mitte eher, ne? Kennt man ja von ihm. Forsen auch, auf den 11-Meter-Punkt. Und muss auch arbeiten zurück. Und dann hoffen wir mal, dass der Jelle mal wieder trifft. Dass er sich Selbstvertrauen holt hier für Schalke. Das war's dann erstmal für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's dann im Textmodus weiter mit Fürth. Danach, die übernächste Folge, wird dann natürlich das Rückspiel sein. Also, jetzt geht der Schlag auf Schlag die Saison. Zweite Saison mit Schalke nähert sich dem Ende entgegen. Ja, und dann werden wir mal gucken, ob wir gegen HSV und Stuttgart die 0-0-Serie da reißen können. Und gegen Gladbach sowieso auch gewinnen. Also, es sind noch 4 Bundesligaspiele. Wir wollen an die Champions League, aber das wird ganz, ganz schwierig jetzt mittlerweile noch. Obwohl wir ja drei Punkte nur ab sind. Aber wie gesagt, direkte Duelle noch. Es ist noch alles drin. Wir sollten es nicht den Kopf in den Sand stecken, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.